Der Traum vom Fliegen. Der Traum zu fliegen wie ein Vogel ist so alt wie die Menschheit selbst. Doch letztlich bleibt dieser Traum für den Menschen ein ewiges Geheimnis. Das Geheimnis des Adlers. Oder vielleicht doch nicht? Der Italiener Angelo D'Arrigo will das Geheimnis lüften. Von Militärärzten wird Angelo untersucht, denn sein Vorhaben ist fantastisch. In 9000 Meter Höhe will er den Mount Everest in einem Flugdrachen überqueren. Medizinisch halten ihn die Ärzte für fit. Doch noch ist es ein weiter Weg zum Everest. Zunächst braucht Angelo ein Fluggerät. Die Spezialkonstruktion eines Hanggliders, angepasst an die starken Windgeschwindigkeiten am Everest, entsteht in Norditalien. Getestet wird der Hanglider in einem Windkanal, bei Winden von über 130 Stundenkilometer und arktischen Temperaturen von minus 45 Grad. Angelos Glider, seine Ausrüstung und auch er selbst bestehen alle Tests. Auch ein erster Versuch in 4400 Meter Höhe in den Alpen bestätigt alle Erwartungen. Fluggerät und Mensch sind nunmehr in der Lage, den höchsten Berg der Erde zu überfliegen. Um sich einen Eindruck von den Wetter- und Windverhältnissen am Everest zu machen, reist Angelo Anfang 2003 nach Tibet. Von hier aus will er den Everest zunächst einmal besteigen. Angelos Idee und Taktik hierbei, vom Feind lernen heißt ihn kennen, heißt ihn besiegen. Doch die Mission scheitert. Bei 7814 Meter muss Angelo am North Camp aufgrund widriger Wetterverhältnisse umkehren. Der Berg und seine Winde waren stärker. Angelos Plan war es von Anfang an nicht allein über den Everest zu fliegen. Zwei junge Adler aus seiner Aufzuchtstation in Moskau lernen bei ihm das Fliegen. Nepalesische Steppenadler überqueren den Himalaya regelmäßig. Der Instinkt der Adler, der auch im Zoo nicht gebrochen werden kann, soll Angelo helfen, die Aufwinde an der Nordwand des Everest aufzuspüren und für sich und seinen Glider zu nutzen. Geya und Shumi, so die Namen der beiden, sollen mit Angelo gemeinsam den Everest überfliegen. Hierzu trainiert Angelo mit ihnen über Monate in seiner Heimat Sizilien. In stundenlangen Trainingsflügen lernen die beiden Adler, sich an den Drachenflieger und sein Gefährt zu gewöhnen und synchron mit ihm zu fliegen. Shumi, Geya und Angelo leben ein Jahr zusammen. Es entsteht in dieser Zeit ein außerordentliches Vertrauensverhältnis. Ein Verhältnis, welches für Angelo die Grundlage seines Projektes ist. Ohne dieses Verhältnis wäre die Herausforderung nur ein sportlicher Event. Doch werden die drei es schaffen, den höchsten Berg der Welt zu überfliegen? April 2004. Das Kloster von Tengboche, am Fuß des höchsten Berges der Welt. Die Wolken über dem Kloster und dem Everest lösen sich auf. Der Wintermonsun mit seinen Winden und seinem Regen hat den Himalaya verlassen. Das Startsignal für Angelo und sein Team. Nach einem strapaziösen Flug landet Angelo mit seinen Adlern in Kathmandu, der Hauptstadt Nepals. Doch bereits jetzt, zu Beginn der Reise, liegt ein Fluch, ein Schatten über der Expedition. Shumi hat eine Virusinfektion bekommen. Das Adlermännchen fühlt sich schwach und ist nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Angelo entschließt sich, Shumi in das veterinärmedizinische Krankenhaus von Kathmandu zu bringen. Am nächsten Tag der nächste Schlag. Auch das Adlerweibchen Geya haben die Viren erwischt. Zusammen mit seinen Begleitern versucht Angelo vor Ort, erste Hilfe zu leisten. Doch muss auch Geya in das Tierkrankenhaus. Die Infektion ist zu stark. Verzweiflung beim Team. Steht die Expedition jetzt in Frage? Zwischen dem Winter und dem herannahenden Sommermonsun verbleibt dem Team um Angelo nur eine kurze Zeit, um ihr Ziel zu erreichen. Geya und Shumi aber brauchen Zeit zur Erholung. Ein einsamer Angelo trifft eine einsame Entscheidung.
Die Expedition geht weiter. Die Adler sollen nachkommen, sobald sie gesundet sind. 26. April 2004. Das Lukla Airfield, von Sir Edmund Hillary erbaut, ist es der Ausgangspunkt aller Everest-Expeditionen. Auch Angelo und sein Team müssen durch dieses Nadelöhr. Von hier aus sind es dann noch 2 Tagesmärsche bis zum Basiscamp der Expedition. Und noch einer möchte mit auf die Reise zum Everest. Richard Meredith, Brite, Computerfachmann und der beste Microlight-Flieger der Welt. Mit seinem Fluggerät soll er Angelo am Everest auf eine bestimmte Höhe ziehen, bis dieser mit seinen Adlern ein Strömungsgebiet erreicht, mit dessen Hilfe sie aus eigener Kraft und Geschick über den Everest fliegen können. Während die einen die Mühsal der Ebene erleben, erklimmt Angelo zum ersten Mal die Lüfte Nepals. Ein kleiner Testflug. Vor staunendem Publikum. Ein fliegender Mensch? Unglaublich. Souverän landet Angelo in den Feldern Luklas. Und um Fans braucht sich der Italiener auch hier nicht zu sorgen. Wohl aber sorgen muss er sich um das Wetter, welches sich mal wieder verschlechtert. Es scheint, als käme der Sommermonsun diesmal früher. Die nächsten Tage bleiben regnerisch und stürmisch. Die Gruppe wird gezwungen, in Lukla zu bleiben. Sie nennen das hier Prämonsun. Es war schon ein starkes Gewitter. Ich denke, wir müssen noch warten. Wenigstens eine gute Nachricht ereilt in diesen Tagen das Team. Gea, das Adlerweibchen, ist zurück. Angeschlagen noch, doch immerhin zurück. Angelo schöpft neue Hoffnung. Vielleicht kann er doch noch seinen Traum verwirklichen und mit Gea gemeinsam den Everest bezwingen. Wie schwach Gea noch immer ist, zeigt die folgende kleine Episode, in der sich der Herr der Lüfte von gewöhnlichen Raben das Fressen wegnehmen lässt. Doch nicht nur die Sorge um Gea treibt Angelo um. Ein paar Tage später muss er erfahren, dass Chumi, das Adlermännchen, die Viruserkrankung nicht überstanden hat. Chumi stirbt im veterinärmedizinischen Krankenhaus von Kathmandu. Wie geht es jetzt weiter? Kann Angelo es allein mit Gea schaffen? Er wird es versuchen. Erinnerungen an glücklichere Zeiten.
Die Expedition geht weiter. Auch wenn der Everest sein erstes Opfer gefordert hat. Am nächsten Tag geht es für Geyer zu Fuß weiter. Auf einer Zweitagesreise von Lukla zum Endpunkt der Expedition, dem Flugfeld von Sihanoukville. Aber nicht nur Geyer wird dorthin verbracht. Die gesamte Ausrüstung und Verpflegung für die nächsten 3 Wochen muss zum Endpunkt in 3600 Meter Höhe transportiert werden. Sihanoukville, das letzte Dorf vor dem Everest auf nepalesischer Seite. Nun sind es nur noch wenige Höhenmeter bis zum Flugfeld. Das Flugfeld von Sihanoukville. Von hier aus sollen Angelo, Richard und Geyer zum Everest starten. Das Wetter ist bei der Ankunft hervorragend. So dass Richard Angelo von Lukla aus im Schlepptau einfliegen und über dem Flugfeld absetzen lassen kann. Angelos erste Landung auf dem 300 Meter langen Rollfeld mit 60 Stundenkilometer. Ein erster Test für Mensch und Ausrüstung vor Ort. Das Camp wird neben der Startbahn errichtet. Und auch die Fußgänger sind inzwischen eingetroffen. Mit ihnen natürlich auch Geyer, die jetzt aus ihrem Gefängnis befreit wird. Unter den neugierigen Blicken der Einheimischen. Angelo und sein Assistent müssen diesmal gemeinsam vorgehen. Geyer könnte über ihre zweitägige Herberge verstimmt sein und aggressiv reagieren. Doch alles ist gut. Froh, aus der Enge befreit zu sein, ist Geyer gnädig gestimmt und zeigt sich stolz ihrer Bevölkerung. Geyer hat es geschafft. Sie ist in ihre angestammte Heimat, dem Himalaya, zurückgekehrt. Hi Max, na, hast du endlich den Trek abgeschlossen? Es ist sehr schön hier. Warte erstmal, bis wir da oben sind. Da oben. Richard erkundet dort schon mal die Lage und ist begeistert. Hier zu fliegen ist umwerfend. Die Luft ist kristallklar und du siehst dieses große, dicke Ding da oben. Und das ist unser Ziel. Der nächste Tag. Das Wetter ändert sich. Der Mount Everest scheint ein Gefühl dafür zu haben, wenn Angelo und seine Freunde ihn bezwingen wollen. Trotz des Wetters bleibt es im Lager rege. Jeden Morgen wird jeder Handgriff für den vermeintlich nächsten Start trainiert. Doch jeder neue Tag bringt neue Wolken, Regen und Wind. Und die Drachenflieger verbleiben am Boden. Dann verheißt ein Wetterbericht plötzlich Hoffnung. Am 16. Mai soll die Bewölkung aufreißen, der Wind nachlassen. Die erste Chance für einen Überflug ist da. Und tatsächlich, ein vermeintlich guter Morgen beginnt.
Und somit auch die Startvorbereitungen. Okay, helf mir mal. Du an das eine Ende und du an das andere. Ihr zwei hier und ich hinter euch. Richard, das Wetter sieht nicht gut aus. Da kommen Wolken aus dem Tal. Oh ja? Ja. Das ist doch schön klar dort. Ja, aber die Wolken steigen vom Tal hoch. Wir bereiten uns weiter vor, aber ich habe den Eindruck, dass das kein guter Tag ist. Du meinst also, da sind Wolken im Tal? Ja, und die kommen auf uns zu. Meiner Meinung nach ist das Problem nicht hier oben, sondern dort unten. Angelo macht sich Sorgen über die Wolken aus dem Tal und ahnt eine langsam heraufziehende Schlechtwetterfront. Doch die Vorbereitungen gehen erst einmal weiter. Unter der strengen Aufsicht von Gea, versteht sich. Okay, vai giù piano. Der immer noch geschwächte Adler kann an diesem Morgen nicht mit. Angelo und Richard müssen es heute allein schaffen. Fünf Uhr. Noch ist das Wetter perfekt. Der letzte Schritt auf dem langen Weg zum Überflug kann beginnen. Doch Angelo braucht noch ein wenig Vorbereitungszeit. Sein Equipment ist kompliziert anzulegen. Und jeder falsche Handgriff kann katastrophale Konsequenzen haben. Richard wartet geduldig, bis Angelo fertig ist. Massimo, du kannst jetzt das Sauerstoffventil öffnen. Aber langsam. Ein letzter Kommunikationscheck. 1, 2, 3, prova, mi dicevi, Angelo? No. Vai. 1, 2, 3, prova, mi dicevi? Okay. Das 60-Meter-Seil wird vorbereitet. Dann wird Angelo mit Richards Seil verbunden. Der Start gelingt. Zum ersten Mal seit 3 Wochen können die beiden wieder fliegen. Angelo erzählt später, wie schwierig es war, das Seil wegen der Turbulenzen zwischen ihnen beiden locker und doch nicht zu locker zu halten. Bereits 20 Minuten nach dem Start geraten die beiden in eine starke Luftströmung. Die Sicherheitsvorkehrung am Seil kann dem Druck nicht länger standhalten und reißt. Angelo muss zurückkehren, enttäuscht, wie er später berichtet. Er weiß, dass die Chancen für einen erneuten Start bis zum 26. Mai, dem Ende der Expedition, nicht gut stehen. Und tatsächlich, bereits kurz nach der Landung bezieht sich der Himmel wieder. Später weiß Angelo, der Riss des Kabels hat beide vor einem möglichen Tod bewahrt. Bereits 2 Stunden später tobt über der Landepiste ein Regengebiet mit Starkwind. Bei der Besteigung des Everest verlieren an diesem vermeintlich guten Morgen 4 Bergsteiger ihr Leben. Die letzte Chance für Angelo und sein Team ist der 26. Mai, der letzte Tag der Expedition. Ich glaube, dass am 25. oder 26. sich ein Fenster von gutem Wetter auftut. Das wird unsere letzte Chance sein. In den nächsten Tagen bleibt das Wetter konstant schlecht.
Der Berg umhüllt sich wieder mit Wolken. Am Abend des 23. Mai umgibt Nebel das Lager und taucht es in eine unwirkliche Atmosphäre. Ein gutes Zeichen? Eine letzte Chance für Angelo, Richard und Gea? Zwei Jahre Vorbereitung, um hier zu scheitern. Jeder hofft auf eine letzte Chance. Angelo und die anderen studieren die letzte Wettervorhersage. Es sieht nicht gut aus. Doch etwas Unerwartetes vollzieht sich in dieser Nacht. Und tatsächlich, am Morgen des 24. Mai gibt der Berg im frühen Morgengrau seinen Anblick preis. Es ist soweit. Der Tag der Tage ist da. Der Sonnenaufgang verheißt einen guten, einen sturmfreien Tag. Die letzte Chance für den Überflug. Auch diesmal müssen es Richard und Angelo allein wagen. Die Wetterverhältnisse waren in den letzten Tagen so schlecht, dass ein Überflug mit dem Adler nicht möglich ist. Die aufsteigende Strömung am Nordhang des Everest ist zu schwach. Selbst ein Adler käme dort nicht in die Höhe. Die beiden müssen es allein schaffen. Wird es Richard gelingen, Angelo auf 9000 Meter zu ziehen? Es ist gegen 7 Uhr, als die beiden Drachenflieger den letzten Schritt wagen. Angelos größte Sorge in dieser Startphase ist, dass die Sicherheitsvorkehrung des Seils zwischen ihnen den Turbulenzen nicht standhält. Doch alles läuft nach Plan und die beiden können den Everest direkt vor ihnen ansteuern. Es eröffnet sich den beiden ein Panorama, welches zuvor noch kein Mensch aus dieser Perspektive gesehen hat. Der Himalaya aus dem Blickwinkel eines Adlers. Während die beiden in strahlendem Sonnenschein den Kurs auf den Gipfel fortsetzen, braut sich im Tal erneut etwas zusammen. Über dem Tower von Lukla in 3000 Meter Höhe liegt bereits eine dichte Wolkendecke. Und sowohl dort als auch an der Startbahn hat man den Sprechfunkkontakt verloren. Lukla hat den Kontakt zu den beiden verloren. Die letzte Kommunikation zu Richard war bei 8000 Meter. Er meldete, dass er den Kontakt zum Tower von Lukla und zu uns verloren hat. Ich bin aber immer noch hoffnungsvoll. In 8500 Meter Höhe sind Angelo und Richard fast am Ziel. Nur noch wenige Höhenmeter trennen die beiden vom Überflug.
Der Everest, zum Greifen nah. Während des letzten Funkkontaktes waren Sie auf 8000 Meter, das war vor 10 Minuten. Jetzt müssten Sie auf der Höhe sein, wo Sie sich voneinander trennen sollten. Im Tower von Lukla herrscht immer noch Schweigen, immer noch kein Kontakt zu den beiden Fliegern. Everest One da Campo Base, cambio. Kurz vor dem Gipfel geraten die beiden in ein starkes Strömungsfeld, verursacht durch starke horizontale Winde, die durch die Spitze des Everest aufgewirbelt werden. Das Unerwartete tritt ein. Das Seil zwischen den beiden reißt. In nur wenigen Sekunden ist Richard außer Sicht. Angelo ist jetzt ganz auf sich gestellt. 150 Meter über dem Everest, nur 500 Meter von der Bergspitze entfernt. Es gelingt ihm, seinen Hänglader zu stabilisieren. Unten im Tal hat man einen Helikopter mobilisiert, der als fliegende Relaisstation einen Funkkontakt zwischen Lukla und den beiden Fliegern aufbauen soll. Microlight. Lukla hat Kontakt zum Helikopter. Sie sagen, der Microlight-Flieger ist jetzt auf 9000 Meter. Das ist alles, was Sie wissen. Oben wagt Angelo einen erneuten Versuch. Und erreicht sein Ziel. Als erster Hanggliderpilot überfliegt er den Everest aus eigener Kraft. 9000 Meter hoch. Nichts legt sich mehr seinem Blick in den Weg. Unter seinen Flügeln das Dach der Welt. Everest One from Base Camp. Richard? Richard? Hey Richard. Auch Richard hatte kurz nach der Trennung von Angelo den Gipfel überflogen. Als erster Microlight-Flieger der Welt. Und als erster Mensch überhaupt. Doch der Mount Everest fordert immer einen Preis für den Blick auf seine einzigartige Schönheit. Mehr Bergsteiger starben auf ihrem Rückweg vom Everest als auf dem Hinweg. Zurück auf 8000 Meter Höhe erkennt Richard die Gefahr. Das Flugfeld von Sianboche droht von Wolken verhüllt zu werden. Und noch immer hat er keinen Funkkontakt. Secondo clock,
Richard entscheidet sich, möglichst rasch zu landen. Ich höre etwas. Es klang wie Richard außer Atem. Die Bemühungen im Tower von Lukla haben endlich Erfolg. Richard ist in der Leitung. Mach es aus, mach es aus. Leise, leise, Marcello. Richard hat gerade Lukla gemeldet, dass er auf dem Weg zurück ist. Massimo denkt fälschlicherweise, dass die beiden noch zusammen sind. Es gab eine Nachricht von Richard an Lukla. Sie kommen. Wir hoffen, Sie finden jetzt den richtigen Weg zurück. Der Himmel füllt sich immer mehr mit Wolken. Richard beginnt seinen Blindflug. Richard. 60.000 feet. Sie sind jetzt auf 6.000 Meter. Ritorno verso San Boce. I will be landing in 5 minutes. 5 minutes at the Minuten bis zur Landung. 5 minutes. Die Kameras an Bord von Richards Microlight halten die dramatischen Momente, die nun folgen, zeitgleich fest. Der dichte Nebel der Wolken, die Enge des Tals und die geringe Manövrierfähigkeit des Microlight. Richards Entschluss, hier zu landen, ist mehr als ein mutiges Unterfangen. Doch schafft er es, genau über dem Flugfeld die Wolken zu durchbrechen. Im letzten Moment stellt er den Motor ab, um die Geschwindigkeit zu verringern. Jetzt hat er nur noch eine Chance zu landen. Eine zweite wird es nicht mehr geben. Geschafft. Das Seil riss. Es gab keinen besonderen Ruck. Das Seil riss einfach. Ich drehte mich um, flog zurück zu der Stelle, so schnell ich konnte, aber ich konnte Angelo nicht ausfindig machen. Er war einfach verschwunden. Jemand rief vom Basecamp in Tibet an. Sie haben ihn über dem Everest gesehen und dachten, dass er bereits gelandet wäre. Ich habe ihm gesagt, dass er versucht, ein Loch in der Nebelwand zu finden und dass Richard schon gelandet ist. Er wird schon zurückkommen. Er ist jetzt vielleicht schon gerade über uns, auf 20.000 Fuß. Ja, das ist er in der Tat. Während Richard sicher am Boden ist, sucht Angelo in 6.000 Meter Höhe verzweifelt nach einem Loch in der Wolkenbank und kämpft mit den noch immer starken Turbulenzen. Mit einem Hanglider ist es kaum möglich, wie Richard durch die Wolken hindurchzustoßen und auf dem Flugfeld zu landen. Also sucht Angelo mit dem bloßen Auge nach einer Alternative und erinnert sich an eine italienische Forschungsstation, die italienische Pyramide. Aber diese Glaspyramide von hier oben zu erkennen, scheint schier unmöglich. Doch plötzlich taucht vor ihm das Geröllfeld der Pyramide auf, seine Landepiste. Er hatte sie damals bei der Besteigung des Everest auf seiner Karte als Notlandeplatz markiert. Jetzt heißt es nur noch, den richtigen Dreh zu finden, um dort sicher zu landen. Auch Angelo hat jetzt nur eine Chance. Seine Geschwindigkeit über Grund beträgt in diesem Moment 100 Stundenkilometer.
obwohl sofort ein Hubschrauber startet, gelingt es den Expeditionsteilnehmern aufgrund der Wetterverhältnisse nicht, zur Landestelle von Angelo vorzudringen. Erst 3 Tage später können sie zur italienischen Pyramide aufbrechen. Angelo hatte Glück. Bis auf ein paar leichte Blessuren hatte er keine schlimmeren Verletzungen davongetragen. Nach seiner Bruchlandung fanden ihn die italienischen Wissenschaftler, die ihn zuvor am Himmel haben kreisen sehen, und brachten ihn in die Wärme der Forschungsstation. Angelo D'Arrigo hat es geschafft. Er und sein Team haben den höchsten Berg der Welt in der Luft bezwungen. Glückliches Wiedersehen zwischen Partnern. Hallo. Alles okay? Hey. How are you? Wir haben uns Sorgen gemacht. Sehr große Sorgen. We were worried about you. Very worried about you. Hello. How are you? Naja, aber wir sind heil geblieben. Gut. Na Jungs, wie geht's? Wir haben uns große Sorgen gemacht. Well, it's been too many days. Yeah. Aber jetzt ist alles okay. Good timing. Come back. Ça va, Richard? Not. Tags darauf ein letztes Treffen unter anderen Freunden. In den nächsten Tagen wird Angelo Gea freilassen und mit Hilfe eines Transponders per GPS 1 Jahr lang beobachten. Zu den Merkwürdigkeiten dieser Geschichte gehört ein sich wohl nie ganz aufklären lassendes Vorkommnis, das den Flug von Angelo begleitet hat. Das Geheimnis des Adlers. Zum Zeitpunkt des Überflugs meldete sich ein Journalist am Teamtelefon. Wir sahen ihn mit einem Adler fliegen. Der Journalist rief im Basecamp in Tibet an und sagte, dass sie ihn gesehen hätten. Über dem Everest zusammen mit einem Adler. Ein Adler an der Seite Angelos? Noch jemand anderes bestätigte den Bericht des Journalisten. Eine Wissenschaftlerin, die in einer Tierstation am Everest arbeitet, sah Richard, Angelo und ein drittes Flugobjekt. Sie ist sicher, es war ein Adler. Und da war er tatsächlich, auf einer der Kameras, der Schatten eines Adlers. Oder war es etwas anderes?
Himalaya geschehen zuweilen merkwürdige Geschichten. Diese gehört dazu. Und so wird es wohl auf immer unklar bleiben, wer Angelo beim Überflug über den Himalaya wirklich gefolgt ist. Es bleibt das Geheimnis des Adlers. Während des letzten Funkkontaktes waren sie auf 8000 Meter, das war vor 10 Minuten. Jetzt müssten sie auf der Höhe sein, wo sie sich voneinander trennen sollten. Im Tower von Lukla herrscht immer noch Schweigen, immer noch kein Kontakt zu den beiden Fliegern. Everest One da Campo Base, cambio. Kurz vor dem Gipfel geraten die beiden in ein starkes Strömungsfeld, verursacht durch starke horizontale Winde, die durch die Spitze des Everest aufgewirbelt werden. Das Unerwartete tritt ein. Das Seil zwischen den beiden reißt. In nur wenigen Sekunden ist Richard außer Sicht. Angelo ist jetzt ganz auf sich gestellt. 150 Meter über dem Everest, nur 500 Meter von der Bergspitze entfernt. Es gelingt ihm, seinen Hänglader zu stabilisieren. Unten im Tal hat man einen Helikopter mobilisiert, der als fliegende Relaisstation einen Funkkontakt zwischen Lukla und den beiden Fliegern aufbauen soll. Lukla hat Kontakt zum Helikopter. Sie sagen, der Microlight-Flieger ist jetzt auf 9000 Meter. Das ist alles, was Sie wissen. Oben wagt Angelo einen erneuten Versuch. Der Mensch? Unglaublich. Souverän landet Angelo in den Feldern Luklas. Und um Fans braucht sich der Italiener auch hier nicht zu sorgen. Wohl aber sorgen muss er sich um das Wetter, welches sich mal wieder verschlechtert. Es scheint, als käme der Sommermonsun diesmal früher. Die nächsten Tage bleiben regnerisch und stürmisch. Die Gruppe wird gezwungen, in Lukla zu bleiben. Sie nennen das hier Prämonsun. Das war schon ein starkes Gewitter. Ich denke, wir müssen noch warten.
wenigstens eine gute Nachricht ereilt in diesen Tagen das Team. Gea, das Adlerweibchen, ist zurück. Angeschlagen noch, doch immerhin zurück. Angelo schöpft neue Hoffnung. Vielleicht kann er doch noch seinen Traum verwirklichen und mit Gea gemeinsam den Everest bezwingen. Wie schwach Gea noch immer ist, zeigt die folgende kleine Episode, in der sich der Herr der Lüfte von gewöhnlichen Raben das Fressen wegnehmen lässt. Doch nicht nur die Sorge um 1003 nach Tibet. Von hier aus will er den Everest zunächst einmal besteigen. Angelos Idee und Taktik hierbei, vom Feind lernen, heißt ihn kennen, heißt ihn besiegen. Doch die Mission scheitert. Bei 7814 Meter muss Angelo am North Camp aufgrund widriger Wetterverhältnisse umkehren. Der Berg und seine Winde waren stärker. Angelos Plan war es, von Anfang an nicht allein über den Everest zu fliegen. Zwei junge Adler aus seiner Aufzuchtstation in Moskau lernen bei ihm das Fliegen. Nepalesische Steppenadler überqueren den Himalaya regelmäßig. Der Instinkt der Adler, der auch im Zoo nicht gebrochen werden kann, soll Angelo helfen, die Aufwinde an der Nordwand des Everest aufzuspüren und für sich und seinen Gleiter zu nutzen. Gea und Shumi, so die Namen der beiden, sollen mit Angelo gemeinsam den Everest überfliegen. Hierzu trainiert Angelo mit ihnen über Monate in seiner Heimat Sizilien. In stundenlangen Trainingsflügen lernen die beiden Adler, sich an den Drachenflieger und sein Gefährt zu gewöhnen und synchron mit ihm zu fliegen. Shumi, Gea und Angelo leben ein Jahr zusammen. Es entsteht in dieser Zeit ein außerordentliches Vertrauensverhältnis. Ein Verhältnis, welches für Angelo die Grundlage seines Projektes ist. Ohne dieses Verhältnis wäre die Herausforderung nur ein sportlicher Event. Doch werden die drei es schaffen, den höchsten Berg der Welt zu überfliegen? April 2004. Das Kloster von Tengboche. Am Fuß des höchsten Berges der Welt. Die Wolken über dem Kloster und dem Everest lösen sich auf. Der Wintermonsun mit seinen Winden und seinem Regen hat den Himalaya verlassen. Das Startsignal für Angelo und sein Team. Nach einem strapaziösen Flug landet Angelo mit seinen Adlern in Kathmandu, der Hauptstadt Nepals. Doch bereits jetzt, zu Beginn der Reise, liegt ein Fluch, ein Schatten über der Expedition. Shumi hat eine Virusinfektion bekommen. Das Adlermännchen fühlt sich schwach und ist nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Angelo entschließt sich, Shumi in das veterinärmedizinische Krankenhaus von Kathmandu zu bringen. Am nächsten Tag der nächste Schlag. Auch das Adlerweibchen Gea haben die Viren erwischt. Zusammen mit seinen Begleitern versucht Angelo vor Ort erste Hilfe zu leisten. Doch Moss Camp wird neben der Startbahn errichtet.
und auch die Fußgänger sind inzwischen eingetroffen. Mit ihnen natürlich auch Gea, die jetzt aus ihrem Gefängnis befreit wird. Unter den neugierigen Blicken der Einheimischen. Angelo und sein Assistent müssen diesmal gemeinsam vorgehen. Gea könnte über ihre zweitägige Herberge verstimmt sein und aggressiv reagieren. Doch alles ist gut. Froh, aus der Enge befreit zu sein, ist Gea gnädig gestimmt und zeigt sich stolz ihrer Bevölkerung. Gea hat es geschafft. Sie ist in ihre angestammte Heimat, dem Himalaya, zurückgekehrt. Hey Max, na, hast du endlich den Trek abgeschlossen? Es ist sehr schön hier. Warte erstmal, bis wir da oben sind. Da oben. Richard erkundet dort schon mal die Lage und ist begeistert. Hier zu fliegen ist umwerfend. Die Luft ist kristallklar und du siehst dieses große, dicke Ding da oben. Und das ist unser Ziel. Der nächste Tag. Das Wetter ändert sich. Der Mount Everest scheint ein Gefühl dafür zu haben, wenn Angelo und seine Freunde ihn bezwingen wollen. Trotz des Wetters bleibt es im Lager rege. Jeden Morgen wird jeder Handgriff für den vermeintlich nächsten Start trainiert. Doch jeder neue Tag bringt neue Wolken, Regen und Wind. Und die Drachenflieger verbleiben am Boden. Dann verheißt ein Wetterbericht plötzlich Hoffnung. Am 16. Mai soll die Bewölkung aufreißen, der Wind nachlassen. Die erste Chance für einen Überflug ist da. Und tatsächlich ein vermeintlich guter Morgen beginnt. 26. April 2004. Das Lukla Airfield, von Sir Edmund Hillary erbaut, ist es der Ausgangspunkt aller Everest-Expeditionen. Auch Angelo und sein Team müssen durch dieses Nadelöhr. Von hier aus sind es dann noch zwei Tagesmärsche bis zum Basiscamp der Expedition. Und noch einer möchte mit auf die Reise zum Everest. Richard Meredith, Brite, Computerfachmann und der beste Microlight-Flieger der Welt. Mit seinem Fluggerät soll er Angelo am Everest auf eine bestimmte Höhe ziehen, bis dieser mit seinen Adlern ein Strömungsgebiet erreicht, mit dessen Hilfe sie aus eigener Kraft und Geschick über den Everest fliegen können. Während die einen die Mühsal der Ebene erleben, erklimmt Angelo zum ersten Mal die Lüfte Nepals. Ein kleiner Testflug. Vor staunendem Publikum. Ein fliegender Mensch? Unglaublich. Souverän landet Angelo in den Feldern Luklas. Und um Fans braucht sich der Italiener auch hier nicht zu sorgen. Wohl aber sorgen muss er sich um das Wetter, welches sich mal wieder verschlechtert. Es scheint, als käme der Sommermonsun diesmal früher. Die nächsten Tage bleiben regnerisch und stürmisch. Die Gruppe wird gezwungen, in Lukla zu bleiben.
Sie nennen das hier Prämonsun. Das war schon ein starkes Gewitter. Ich denke, wir müssen noch warten. Wenigstens eine gute Nachricht ereilt in diesen Tagen das Team. Gea, das Adlerweibchen, ist zurück. Angeschlagen noch, doch immerhin zurück. Mach es aus, mach es aus. Leise, leise, Marcello. Richard hat gerade Luca gemeldet, dass er auf dem Weg zurück ist. Massimo denkt fälschlicherweise, dass die beiden noch zusammen sind. Es gab eine Nachricht von Richard an Lucla. Sie kommen. Wir hoffen, Sie finden jetzt den richtigen Weg zurück. Der Himmel füllt sich immer mehr mit Wolken. Richard beginnt seinen Blindflug. Richard. 60.000 feet. Sie sind jetzt auf 6.000 Meter. Ritorno verso San Bosco. I will be landing in 5 minutes. 5 minutes, fünf Minuten bis ragazzi. Zur Landung. 5 minutes. Die Kameras an Bord von Richards Microlight halten die dramatischen Momente, die nun folgen, zeitgleich fest. Der dichte Nebel der Wolken, die Enge des Tals und die geringe Manövrierfähigkeit des Microlight. Richards Entschluss, hier zu landen, ist mehr als ein mutiges Unterfangen. Doch schafft er es, genau über dem Flugfeld die Wolken zu durchbrechen. Im letzten Moment stellt er den Motor ab, um die Geschwindigkeit zu verringern. Jetzt hat er nur noch eine Chance zu landen. Eine zweite wird es nicht mehr geben. Geschafft. Das Seil riss. Es gab keinen besonderen Ruck. Das Seil riss einfach. Ich drehte mich um, flog zurück zu der Stelle, so schnell ich konnte, aber ich konnte Angelo nicht ausfindig machen. Er war einfach verschwunden. Jemand rief vom Basecamp in Tibet an. Sie haben ihn über dem Everest gesehen und dachten, dass er bereits gelandet wäre. Ich habe ihm gesagt, dass er versucht, ein Loch in der Nebelwand zu finden und dass Richard schon gelandet ist. Er wird schon zurückkommen. Er ist jetzt vielleicht schon gerade über uns, auf 20.000 Fuß. Ja, das ist er in der Tat. Während Richard sicher am Boden ist, sucht Angelo in 6.000 Meter Höhe verzweifelt nach einem Loch in der Wolkenbank und kämpft mit den noch immer starken Turbulenzen. Siang Boche, das letzte Dorf vor dem Everest auf nepalesischer Seite. Nun sind es nur noch wenige Höhenmeter bis zum Flugfeld. Das Flugfeld von Siang Boche. Von hier aus sollen Angelo, Richard und Gea zum Everest starten. Das Wetter ist bei der Ankunft hervorragend, sodass Richard Angelo von Lukla aus im Schlepptau einfliegen und über dem Flugfeld absetzen lassen kann.
Angelos erste Landung auf dem 300 Meter langen Rollfeld mit 60 Stundenkilometer. Ein erster Test für Mensch und Ausrüstung vor Ort. Das Camp wird neben der Startbahn errichtet. Und auch die Fußgänger sind inzwischen eingetroffen. Mit ihnen natürlich auch Gea, die jetzt aus ihrem Gefängnis befreit wird. Unter den neugierigen Blicken der Einheimischen. Angelo und sein Assistent müssen diesmal gemeinsam vorgehen. Gea könnte über ihre zweitägige Herberge verstimmt sein und aggressiv reagieren. Doch alles ist gut. Froh, aus der Enge befreit zu sein, ist Gea gnädig gestimmt und zeigt sich stolz ihrer Bevölkerung. Gea hat es geschafft. Sie ist in ihre angestammte Heimat, dem Himalaya, zurückgekehrt. Hi Max, na, hast du endlich den Trek abgeschlossen? Es ist sehr schön hier. Warte erstmal, bis wir da oben sind. Da oben. Richard erkundet dort schon mal die Lage und ist begeistert. Hier zu fliegen ist umwerfend. Die Luft ist kristallklar und du siehst dieses große, dicke Ding da oben. Und das ist unser Ziel. Und erreicht sein Ziel. Als erster Hangglider-Pilot überfliegt er den Everest aus eigener Kraft. 9000 Meter hoch. Nichts legt sich mehr seinem Blick in den Weg. Unter seinen Flügeln das Dach der Welt. Everest One from Base Camp. Richard? Richard? Hey Richard. Auch Richard hatte kurz nach der Trennung von Angelo den Gipfel überflogen. Als erster Micro-Leitflieger der Welt. Und als erster Mensch überhaupt. Doch der Mount Everest fordert immer einen Preis für den Blick auf seine einzigartige Schönheit. Mehr Bergsteiger starben auf ihrem Rückweg vom Everest als auf dem Hinweg. Zurück auf 8000 Meter Höhe erkennt Richard die Gefahr. Das Flugfeld von Sianboche droht von Wolken verhüllt zu werden. Und noch immer hat er keinen Funkkontakt. Richard entscheidet sich, möglichst rasch zu landen. Ich höre etwas. Es klang wie Richard außer Atem. Die Bemühungen im Tower von Lukla haben endlich Erfolg. Richard ist in der Leitung. Mach es aus, mach es aus. Leise, leise, Marcello. Richard hat gerade Luca gemeldet, dass er auf dem Weg zurück ist. Massimo denkt fälschlicherweise, dass die beiden noch zusammen sind. Es gab eine Nachricht von Richard an Lukla. Sie kommen. Wir hoffen, Sie finden jetzt den richtigen Weg zurück. Der Himmel füllt sich immer mehr mit Wolken. Richard beginnt seinen Blindflug. Everest scheint ein Gefühl dafür zu haben, wenn Angelo und seine Freunde ihn bezwingen wollen.
Trotz des Wetters bleibt es im Lager rege. Jeden Morgen wird jeder Handgriff für den vermeintlich nächsten Start trainiert. Doch jeder neue Tag bringt neue Wolken, Regen und Wind. Und die Drachenflieger verbleiben am Boden. Dann verheißt ein Wetterbericht plötzlich Hoffnung. Am 16. Mai soll die Bewölkung aufreißen, der Wind nachlassen. Die erste Chance für einen Überflug ist da. Und tatsächlich, ein vermeintlich guter Morgen beginnt. Und somit auch die Startvorbereitungen. Okay, helf mir mal. Du an das eine Ende und du an das andere. Ihr zwei hier und ich hinter euch. Richard, das Wetter sieht nicht gut aus. Da kommen Wolken aus dem Tal. Oh ja? Ja. Das ist doch schön klar dort. Ja, aber die Wolken steigen vom Tal hoch. Wir bereiten uns weiter vor, aber ich habe den Eindruck, dass das kein guter Tag ist. Du meinst also, da sind Wolken im Tal? Ja, und die kommen auf uns zu. Meiner Meinung nach ist das Problem nicht hier oben, sondern dort unten. Angelo macht sich Sorgen über die Wolken aus dem Tal und ahnt eine langsam heraufziehende Schlechtwetterfront. Doch die Vorbereitungen gehen erst einmal weiter. Unter der strengen Aufsicht von Gea, versteht sich. Okay, vai giù piano. Der immer noch geschwächte Adler kann an diesem Morgen nicht mit. Angelo und Richard müssen es heute allein schaffen. Fünf Uhr. Noch ist das Wetter perfekt. Der letzte Schritt auf dem langen Weg zum Überflug kann beginnen. Doch Angelo braucht noch langsam. Ein letzter Kommunikationscheck. 1, 2, 3, provami, dicevi, Angelo? No. Vai. 1, 2, 3, provami, dicevi? Okay. Das 60-Meter-Seil wird vorbereitet. Dann wird Angelo mit Richards Seil verbunden. Der Start gelingt. Zum ersten Mal seit drei Wochen können die beiden wieder fliegen. Angelo erzählt später, wie schwierig es war, das Seil wegen der Turbulenzen zwischen ihnen beiden locker und doch nicht zu locker zu halten. Bereits 20 Minuten nach dem Start geraten die beiden in eine starke Luftströmung. Die Sicherheitsvorkehrung am Seil kann dem Druck nicht länger standhalten und reißt. Angelo muss zurückkehren, enttäuscht, wie er später berichtet. Er weiß, dass die Chancen für einen erneuten Start bis zum 26. Mai, dem Ende der Expedition, nicht gut stehen. Und tatsächlich, bereits kurz nach der Landung bezieht sich der Himmel wieder. Später weiß Angelo, der Riss des Kabels hat beide vor einem möglichen Tod bewahrt.
Bereits 2 Stunden später tobt über der Landepiste ein Regengebiet mit Starkwind. Bei der Besteigung des Everest verlieren an diesem vermeintlich guten Morgen 4 Bergsteiger ihr Leben. Die letzte Chance für Angelo und sein Team ist der 26. Mai, der letzte Tag der Expedition. Ich glaube, dass am 25. oder 26. sich ein Fenster von gutem Wetter auftut. Das wird unsere letzte Chance sein. In den nächsten Tagen bleibt das Wetter konstant schlecht. Der Berg umhüllt sich wieder mit Wolken. Am Abend des 23. Mai umgibt Nebel das Lager und taucht es in eine unwirkliche Atmosphäre.